Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Mein Name ist Dr. Wolfsherz und wieder mit dabei ist der Hawk. Hallo alle zusammen. Ja, und wir sind immer noch dabei, oder ich bin noch dabei, dieses merkwürdige Schiff zu bauen. Mir ist gerade die linke Seite abgefallen. Nein, ich hatte vergessen, die intern diese Dinger hier zu verschweißen. Da wäre ich später nicht mehr dran gekommen vielleicht. Deswegen habe ich das nochmal abgenommen hier und ja, wisst ihr Bescheid. Machen wir jetzt alles wieder dran. Oh Mann. Ohne Worte. Ja, hier geht's zur Sache, ne? Also, wo gehobelt wird. Fallspäne. Fallspäne, genau. So, ich weiß. Warum zum. Was zum. Okay. Ich bin gerade voll mit der Warmkopf. Halt! Oh! Was? Oh. Das ist ein Raumstoff und kein Gummiball. Was zur Hölle machst du da? Oh, ich dachte schon, du fliegst in mein Konstrukt rein. Ich hätte dich umgebracht. Hätte ich's mal getan. Oh. So, ich habe Kobalt mitgebracht. Ja, schön. Und Stein. Dann bist du ja doch sowas gut. Ich hatte schon überlegt, mir einen anderen Let's Play-Partner zu suchen. Oh. Danke auch. Ja, so. kleiner Spaß am Rande. Okay. Erzähl, was ist los? Kann ich dir irgendwie helfen? Die Raffinerie ist voll. Okay. Werden hier eigentlich immer noch Herstellungskomponenten hergestellt? Tatsächlich. Ich brauche aber mal Motoren. Nimmst du jetzt die ganzen Motoren raus? Ach nee, die werden jetzt... Du hast ja gesagt, die werden jetzt in den Cargo-Container gepackt. Ja, genau. Es geht alles in den Container. Ja, super. Okay. Das ist ganz toll. Was wird denn gerade überhaupt produziert? Welches ist denn der Cargo-Container? Da, wo du vorstehst. Heißt der kleiner Frachtcontainer? Ja. Das ist da, wo die ganzen Materialien drin sind. Okay, alles klar. So, Produktion, was ist denn hier? Herstellungskomponenten. So. Siehst du, dann können wir jetzt im Prinzip alle wichtigen Materialien schon mal herstellen. Dann fehlt uns eigentlich lediglich Magnesium und Gold. Adern dafür habe ich auch schon mal gefunden. Ansonsten. Ah, und Platin, genau. Platin brauchen wir auch noch. Die brauchst du zumindest für deine Triebwerkkomponenten, aber ich glaube, da haben wir noch welche in dem Schiff drin. Ich glaube, da hatten wir welche mitgenommen. Meinst du? In das ein Komp. Ach ne, warte mal, ist in den Container? Ich hatte doch gerade noch welche benutzt, oder ne? Ja, ja. Bin verwirrt. So. Wie viele Reaktoren soll ich denn da mal dran bauen? Ich bin ja der Meinung, dass wir mindestens zwei brauchen. Kannst du ja nicht sagen. Reicht aber schon, ja gut, für die Bohrer, ne? Ja gut, es ist ja auch nur wieder ein Zwei-Bohrer-Schiff. Ja. Aber ich mach zwei Reaktoren ran. In der Hoffnung, dass das reicht. So, ich werde uns hier mal eben so ein bisschen was hinbasteln. Ich brauche Stahlplatten. So, die Reaktorkomponenten sind natürlich noch nicht fertig, das habe ich befürchtet. Das habe ich schon befürchtet. Dann würde ich die mal eben vorziehen. Wo sind die denn? Ach, die hatten wir gar nicht reingepackt. Na, dann ziehe ich die jetzt vor. Okay, so. Und mein Anzug ist schon wieder fast leer. Schnell mal laden gehen. Bevor hier noch ein Unglück passiert. So. Das muss reichen. Wo bin ich? Da.
Alles steht Kopf. So. Ach, die Metallgerüste, genau. Man kann übrigens viele Wege sparen, wenn man beim Bauen sein Gehirn einschaltet und direkt alles mitnimmt, was man braucht. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Ich gebe zu, dass ich da stellenweise Schwierigkeiten habe. So, da packe ich jetzt auch schon mal was rein, nämlich ein bisschen Uran. Gucken, wo ich mir das rausklaue. Jetzt habe ich den Trägheitsdämpfer ausgemacht. So. Wo ist denn das Uran? Da. Ich nehme mal... Wie viel nehme ich denn mal raus? So. Ach, das kriege ich hier nicht raus. Der ist nicht verbunden. Dann nehme ich es mir direkt aus dem Reaktor. Oh. Ich wollte sagen, was ist denn hier los? Ich wollte eigentlich noch eins nehmen. Ja, das funktioniert mal wieder nicht. Wie war das nochmal mit Alt? Rechtsklick. Ah, Rechtsklick, genau. Ah. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Da haben wir keinen Saft mehr, oder? Ich will... Ah, jetzt. So. Eins. Wir brauchen dringend neues Uran jetzt. Ich habe jetzt 2 Kilo rausgenommen. Jetzt haben wir nur noch 1,7 Kilo drin, ne? Okay. Ja, nicht, dass du dich hinterher beschwerst, dass kein Uran da ist. Das liegt dann daran, dass tatsächlich keins da ist. So geht das denn ja nicht. Wir haben gar keine Computer mehr. Wieso komme ich hier nicht an die... Wieso komme ich da nicht dran? Wo dran denn? Ich kann nichts reinlegen in meine Verbinder. Ja, weil du hast noch gar keinen Reaktor hier am Laufen. Ach so. Die laufen die Förderbänder ja auch nicht. Ja, und an den Reaktor komme ich jetzt nicht dran, weil das Förderband im Weg ist. Also muss ich das Förderband nochmal abreißen. Genau. So. Was fehlt mir denn jetzt noch? Metallgerüst. Haben wir noch Metallgerüst irgendwo? Oh, 6 Stück noch. Huhuhu. So, jetzt haben wir das Ding unter Energie. Wunderbar. So muss das sein. Und schaut doch mal, es ist ein Traum. Also wer hier sagt, dass das nicht einfach nur genial konstruiert ist, ja, der hat keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. Und dem spreche ich auch dem spreche ich die Fähigkeit ab zu beurteilen, dass wir es hier echt drauf haben. Gut. So, jetzt muss ich nur das Ding richtig platzieren. Moment, dahin. So. Oh, ich hab's hier wirklich... Was mache ich? Ich weiß es nicht. So, Herstellungskomponenten muss ich haben. Die hast du wahrscheinlich alle wieder rausgenommen, wenn ich dich kenne. Oh ne, oh, da sind ja ordentlich. Die haben ja ordentlich vorhanden. Da habe ich dir jetzt Unrecht getan. Ich wollte sagen, ich habe nur ein paar genommen. So viele waren es nicht. Anzeigen. Volumenbold. Und Panzerglas. Panzerglas. So. Wo haben wir denn den Verbinder? Da haben wir den Verbinder. Wir machen uns schon mal eine Dockstation fertig. Dann brauchen wir nicht das Zeug hier immer wieder hin und her schleppen. Mhm. Ich hätte es natürlich auch von oben verbinden können, sehe ich gerade. Auch das wäre möglich gewesen. Aber von unten ist eleganter. Das muss man einfach auch mal ganz klar so sagen. So. 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 Da.
Ach, ich habe irgendwas gebaut. Also mal wieder. Ja, aber nichts Schlimmes, nichts Wildes. Das kann ich schnell beheben. Und zwar kommt der weg. Der kommt weg. Kommt hier ein. Mich jetzt vertan. Müsste alles richtig sein, glaube ich. So, okay, also, damit sind die ersten ästhetischen Maßnahmen auch fertig. Und jetzt geht's weiter mit der weiteren Versorgung. Denn in das Cockpit muss natürlich auch eine Sauerstoffversorgung. Das heißt, wir brauchen... Was brauchen wir denn dafür nochmal? Wir brauchen einen Sauerstoffgenerator. Gibt's den eigentlich auch in klein oder gibt's den nur in groß? Den gibt's nur als diesen Klotz, glaube ich. Wie, ehrlich? Ja. Also ich kann mich natürlich auch irren, aber ich meine, es gibt nur die Größe, weil das wird ja automatisch angepasst. Ja, okay. Mal gucken, wo der seine Verbinder hat. Unten drunter hat er auch noch einen, das ist gut. Dann kommt der hier dran. Und jetzt muss ich mich mal ein bisschen hier drunter bücken. Das heißt, wir verbinden hier weiter in diese Richtung, obwohl da... Kann man eigentlich zwei Förderbänder aneinander schließen oder muss man da... Wie jetzt? Also zwei Förderbänder oder muss ich an die Förderbänder erst eine Förderleitung machen? Funktioniert das, wenn ich zwei Förderbänder, also diese quadratischen Blöcke, wenn ich die zwei aneinander schließe? Verstehe ich gerade nicht. Ah, Gott. Also, ich erkläre dem Hawk nochmal kurz das Spiel und in der Zwischenzeit machen wir ein bisschen Werbung. Ach, du meinst die kleinen Förderbänder? Ja, die kannst du eigentlich. Ja, die kannst du ruhig aneinander. Das geht, also das geht so. Also ja, hier. Ja, natürlich. Okay, ja, gut, okay. Weil ich weiß es nicht. Gut, okay. Wenn das funktioniert, ist ja gut. Hier ist ja gar keine. Ja, das ist ja gar kein Anschluss. Du hast den Anschluss. Ja, du hast von den Sauerstoffgenerator, da musst du Platz zwischenlassen am besten. Und dann machst du hier Förderbänder zwischen. Okay, ja. Dann schweiße ich den, mache ich den mal eben selber auseinander, dann habe ich schon die Teile, um den gleich wieder zusammenzuschweißen. So, dann machen wir jetzt, was hast du gesagt? So. Genau, sind das Förderleitungen oder was sind das? Förderbänder. Ja, okay, genau. Na, ja, dann kannst du nämlich nach oben und unten hin auch jeweils abzwacken dann, ne? Für deine, sag schon, für die Thruster später. Mhm, genau. So, die da dran, dann den... Ja, Moment, da muss ich jetzt überlegen, was ich dazwischen noch herführe. Obwohl, nee, das lassen wir so. Wir bauen hier jetzt den Sauerstoffgenerator wieder dran. Müssen wir noch gucken, dass wir den richtig dran kriegen. Ah, den kriegen wir da jetzt nicht dran. Da müssen wir erst wieder diese Zwischenblöcke konstruieren. Sonst will er das nicht. Da will ich aber noch eine Leitung runter bauen. Gibt es die T-Stücke in klein? Bitte sag mir, dass es die T-Stücke in klein gibt. Oh. Bist du sicher? Wir haben doch extra hier dieses tolle... Ja, ich bin mir sogar sehr sicher. Aber wir haben extra dieses Pack installiert. Ja, ich bin mir trotzdem sehr sicher. Ich versuch's trotzdem. Okay, es geht nicht. Och Mann, das ist gemein. Das ist gemein. Dann mache ich da noch ein Förderband in die Mitte jetzt. Sieht dann zwar echt komisch aus, aber... Ist dann halt so.
Die Förderbänder brauchen ja auch Energie, ne? Das ist ja natürlich... Ja. Ja, das ist da leider so. So, wir brauchen Gyroskope. Gyroskop. Eigentlich reicht eins, oder? Oder braucht man mehrere Gyroskope? Das weiß ich gar nicht. Da kann es mit Sicherheit die Zuschauer weiterhelfen. Aber ich baue das Schiff genau ja jetzt. Gyroskope. Ich baue das Schiff doch jetzt. Da bau doch pro forma schon mal zwei. Machst du einen links, einen rechts oder so. Ich weiß ja nicht, wo du sie hinsetzen willst. Förderbandleitung, Förderband, da Förderband. So, Stahlplatten fehlen mal wieder. Die Stahlplatten, immer das gleiche. Nee, interne Panzerung fehlt. Was haben wir denn überhaupt noch hier in unserem tollen, super geilen Cargo-Schiff? Oh, da hier sind noch welche drin. Okay. So, ich muss mal kurz in die Energiekammer, in die Kryokammer. Und ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen, liebe Zuschauer. Oh nein. Ja, leider ist es wieder soweit. Wir hoffen natürlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir sind, wir müssen uns auch selber bremsen. Wir sind natürlich auch noch die 20 Minuten gewohnt. Aber naja, wenn wir jetzt öfter kommen, also liefern, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, dass wir das von der Aufnahme gemanagt kriegen. Und ja, dann verabschieden wir uns jetzt. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.